Bitcoin steht kurz vor dem nächsten großen Move. Und genau das werden wir im heutigen Video anschauen. Das wird ein kurzes Update-Video. Was macht der Bitcoin-Preis aktuell? Wo geht die Reise hin? Was ist das Best-Case-Szenario? Was ist das Worst-Case-Szenario? Wenn du Lust drauf hast, dann jetzt dranbleiben. Und somit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Coinstelle. So, okay, wir schauen uns, wie gesagt, direkt mal den Bitcoin-Chart an, denn wir stehen hier gerade an einem sehr entscheidenden Punkt. Es könnte natürlich jetzt sein, dass Bitcoin kurz davor ist, hier auszubrechen. Es könnte natürlich aber auch nochmal ein Worst-Case-Szenario eintreten. Und genau das möchte ich dir hier in diesem kurzen Update-Video mal zeigen. Wir sind hier im 1-Stunden-Chart bei TradingView und wir sehen hier jetzt schon relativ gut, wo der Bitcoin sich im Endeffekt gerade aufhält. Und wir sehen jetzt, dass wir hier diese obere Linie, dieser Widerstand, dieser Linie hier im Endeffekt, dass wir die jetzt schon mehrmals angetestet haben, aber im Endeffekt immer noch nicht ausgebrochen sind. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert hier? Bevor wir uns jetzt aber der Frage stellen, was als nächstes passiert und du diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben solltest, dann tu dies bitte jetzt. Und by the way, es gibt natürlich auch noch eine Telegram-Gruppe, die ist absolut kostenlos für dich. Die findest du hier in der Videobeschreibung. Jetzt am besten einfach mal kurz runterscrollen, diesem Video einen Daumen nach oben geben und kostenlos hier in die Telegram-Bitcoin-Gruppe eintreten. Du wirst hier alle wichtigen Infos von mir erhalten, was es rund um das Thema Kryptowährungen geht. Okay, schauen wir weiter. Meiner Meinung nach sehen wir hier jetzt schon ein kleines Descending Triangle, was wir hier sehen, also ein symmetrisches Dreieck im Endeffekt, was uns eher nach oben hin ausbrechen lässt, da wir im Endeffekt einfach hier die ganze Zeit uns schon wunderbar in diesem Bereich gehalten haben. Aber es ist natürlich auch möglich, dass wir hier jetzt nochmal nach unten kommen. Das heißt, würden wir jetzt hier unten einmal ausbrechen, könnte es gut sein, dass wir hier nochmal bei 56,3, 56, 5 in diesem Bereich nochmal kurz den unteren, den Boden antesten, Schwung holen und dann im Endeffekt nach oben hin ausbrechen. Nichtsdestotrotz, was sind denn unsere Preisziele aktuell? Und wir sehen hier im kleinen Stundenchart noch etwas Interessantes, und zwar hier im Endeffekt einen doppelten Boden. Das heißt also, wir könnten hier ein sogenanntes W formen, sprich wir würden hier runterkommen, würden hoch, runter, doppelter Boden, W. Und ihr wisst, wenn das hier unsere Neckline ist, wir zeichnen das mal ganz kurz ein mit einer neuen Linie. Wenn das hier jetzt im Endeffekt die Neckline ist, machen wir es ein bisschen dicker, dann haben wir natürlich jetzt unser nächstes Target, und das wäre im Endeffekt von der Neckline zum tiefsten Punkt, und das setzen wir hier oben hin, und dann würden wir relativ schnell wieder hier nach oben kommen. Wir würden zwar nach oben hin ausbrechen, aber wir würden direkt in den nächsten Widerstand laufen. Deshalb könnte es natürlich gut sein, dass wir hier jetzt ein sogenanntes Fakeout sehen. Wir sehen, wir kommen hoch, kommen runter, und dann ist es natürlich wichtig, dass wir das hier nochmal bestätigen und der Bitcoin dann wieder anfängt weiter aufzubauen. Wenn das passiert, ist die Möglichkeit da, im Endeffekt einen neuen Trade zu eröffnen. Ich persönlich habe keinen Trade aktuell geöffnet, da das Ganze noch sehr volatil ist, und meiner Meinung nach besteht einfach die Möglichkeit, dass Bitcoin jetzt hier nochmal runterkommt. Also das heißt, dass wir hier jetzt ein weiteres Mal abprallen, was wir einfach schon sehr, sehr oft sind. Vielleicht hier nochmal antesten, wieder hoch, und dann ist einfach die Frage, wo wir hinkommen, ob wir ausbrechen oder nicht. Aber ich persönlich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier jetzt im Endeffekt sowas sehen. Dann einen kurzen Ausbruch und dann vielleicht tatsächlich nochmal das Ganze hier unten antesten, Schwung holen und dann im Endeffekt hier. So könnte das Ganze meiner Meinung nach aussehen. Das ist natürlich alles nur spekulativ, aber da wir einfach jetzt hier oben das Ganze schon sehr, sehr oft getestet haben und 60.000 einfach ein sehr, sehr wichtiger, großer Widerstand, aber auch psychologischer Widerstand ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir hier jetzt auch nochmal ausbrechen. Und wir sehen jetzt auch gerade aktuell, während ich das Video aufnehme, wir prallen schon wieder ab. Schauen wir uns das mal kurz im 15-Minuten-Chart nochmal an. Also ihr seht schon, wir prallen hier gerade wieder ab. Es wird auf jeden Fall jetzt sehr, sehr interessant. Solltest du mit dem Gedanke spielen, einen Trade zu eröffnen, sage ich dir jetzt einfach mal meine Strategie. Meine Strategie ist es jetzt natürlich, erstmal abzuwarten, kommen wir hier nach oben hinaus. Wir haben ein Target, das ungefähr bei genau 60.000 liegt, also wieder bei unserer psychologischen starken Grenze. Zudem kommt hier nochmal ordentlich Widerstand rein, den wir erstmal durchbrechen müssten. Deshalb bin ich der Meinung, wir könnten jetzt hier rauskommen, wie gesagt nochmal runterkommen. Dann würde ich hier das erste Mal anfangen, eine kleine Position zu eröffnen.
sollte der Bitcoin-Preis sich natürlich nach oben hin weiterentwickeln, wir haben hier eine Breakout-Bestätigung und gehen weiter nach oben, würde ich diese Position natürlich vergrößern, um den nächsten großen Move im Endeffekt mitnehmen zu können. Aber wie gesagt, ich fange klein an, da ich der Meinung bin, wir könnten gut nochmal bis hierher kommen, wir könnten aber rein theoretisch auch nochmal hier auf das große symmetrische Dreieck kommen. Ihr seht, wir haben hier schon mehrere Touchpointe, also Berührungspunkte gehabt. Wir haben natürlich auch hier oben einige Berührungspunkte. Und deshalb ist es einfach jetzt gerade noch sehr, sehr schwierig zu sagen, wo die Reise hingeht. Auch nach dem RSI sind wir hier ja ziemlich in der Mitte. Wir sind jetzt nicht wirklich überkauft. Wir sind aber jetzt auch nicht, dass Bitcoin untergekauft ist, sondern dass da einfach... Wir sind in einem guten Punkt. Rein theoretisch könnten wir jetzt hier kurz rauskommen, dann nochmal runterkommen. Genau das Szenario, was ich im Endeffekt gerade schon genannt habe. Auch hier beim Volumen sehen wir jetzt relativ gut. Wir nehmen den hier mal ganz kurz. Brauchen wir den? Nein, brauchen wir eigentlich nicht. Aber ihr seht es hier jetzt eigentlich schon am Volumen, schon relativ gut, was hier eigentlich passiert. Und zwar von unserem letzten Punkt. Das will ich euch nochmal ganz kurz zeigen hier. Ab diesem Punkt hier. Seht ihr das? Wir waren hier in dem RSI, waren wir relativ überkauft. Also wir sind hier oben drüber gekommen und dann, also über die, was sind denn das hier, 70%, 71% circa, 72% sind wir drüber gekommen, sind dann nochmal nach unten. Als wir hier unten wieder angekommen waren, bei knapp 30%, ging das Ganze, also ihr seht es genau hier, waren wir übergekauft. Dann hier haben wir im Endeffekt, sind wir am untersten Punkt gewesen, haben angefangen wieder, dass der Bitcoin sich wieder ein bisschen aufkauft. Und jetzt sind wir eher im oberen Bereich, im oberen Drittel, sage ich mal. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir dieses Szenario nochmal durchspielen, deshalb kurz hoch, dann runter und dann im Endeffekt nach hinten raus werden wir langsam ausbrechen. Aber jetzt egal, was ist letztendlich denn unser Ziel? Also was ist das nächste Preisziel? Ihr habt das jetzt hier einmal gesehen, durch dieses kleine W, was wir hier formen, das würde uns auf die 60.000 bringen. Würden wir das Ganze jetzt aber noch ein bisschen größer machen und wirklich sagen, vom unteren Punkt hier bis zum obersten Punkt, und wir würden jetzt hier raus ausbrechen, dann würde uns das hier Richtung $62.700 circa bringen. Sollten wir noch weiter runterkommen, sollten wir jetzt hier nochmal einen Touchpoint bekommen und dann ausbrechen, dann ist natürlich das Target deutlich, deutlich größer. Wir nehmen das einfach mal von diesem Punkt hier zum untersten Punkt und dann seht ihr relativ schnell, wo wir hinkommen. Und dann sind wir hier bei 66.000, 67.000 in diesem Bereich ungefähr. Nichtsdestotrotz ganz wichtig, wir haben es uns im letzten Video immer wieder angeschaut, nutzt Fibonacci Retracement, nutzt das, dann können wir im Endeffekt genau sehen, was im Endeffekt unsere nächsten Widerstände und Supports sind. Wir schauen uns das nochmal ganz kurz gemeinsam an. Und dann werde ich das Video aber auch direkt hochladen, dass du die Möglichkeit noch hast, sollten wir ausbrechen, da wir jetzt gerade wieder ein bisschen hochkommen, den Trade nochmal mitzunehmen. So, wir nehmen das Ganze, setzen das hier oben mal an. Jawohl, jetzt. Und dann seht ihr auch relativ schnell, dass wir hier wunderbar am oberen Fibonacci-Level erstmal abgeprallt sind, dann haben wir es nach oben geschafft bis zum obersten Punkt, sind auch dort wieder abgeprallt, dann nach unten hin eingebrochen. Hier hatten wir im Endeffekt wieder einen kleinen Widerstand, der uns ein Support, der uns dann wieder aufgefangen hat. Trotzdem sind wir auch hier wieder abgeprallt, als wir es drüber geschafft haben. Seitdem können wir uns jetzt auch wunderbar hier oben halten. Und jetzt ist eben hier die Frage, was passiert? Werden wir jetzt hier erstmal ausbrechen? Dann könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn das große symmetrische Dreieck hier einsetzt und wir hier ausbrechen, dass wir doch tatsächlich, so wie ich es vorher gesagt habe, hier nochmal einen ganz, ganz kleinen Abpraller sehen, vielleicht nochmal bis hier runterkommen, Schwung zu holen und dann wieder hoch. Also, letztendlich kurz gesagt, meine Strategie ist jetzt aktuell, ich warte hier auf eine Breakout-Bestätigung, um einen Trade zu eröffnen, oder ich fange an, wenn wir hier nach unten ausbrechen, bis hierher erstmal zu akkumulieren, das heißt Position klein aufzubauen, umso tiefer wir kommen, die Position zu vergrößern, um letztendlich den Einstiegspunkt so gering wie möglich beziehungsweise so niedrig wie möglich zu haben und dann im Endeffekt die großen massiven Prozente hier mitzunehmen. Okay, alles klar, das soll es auch schon gewesen sein. Wenn du irgendwelche Fragen, Anregungen oder vielleicht auch irgendwas anderes im Chart hier entdeckt hast, was mir gerade nicht auffällt, dann schreib mir das direkt in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir natürlich weiterhin ganz viel Erfolg im Kryptomarkt. Wir sehen uns bald wieder. Ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.